Ist die Polizeiaufnahmeprüfung schwer? Warum stellst du Ihnen die Frage aus? Nein. Wir sitzen hier, also offensichtlich nein. Nicht. Die allererste Frage ist schon eingetrudelt und die kommt von Pia. Muss man in Sport eine 1 auf dem Zeugnis haben? Olli, die Frage gebe ich zu dir. An mir. Ja. An mir. An mich. Also das Deutsch braucht man auf jeden Fall keine 1. Das können wir als Antwort so stehen lassen. Also Deutsch braucht man keine Note 1 und Sport braucht man auch keine Note 1. Wir testen das Ganze in unserem eigenen Auswahlverfahren nochmal. Also du brauchst keinen bestimmten Schnitt auf dem Abschlusszeugnis und vorher auch nicht. Fertig. Da kommt die nächste Frage von Alf. Welche persönlichen Qualitäten oder Fähigkeiten werden von den Bewerbern erwartet? Naja, es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich mit ein paar Werten der Polizei irgendwie zurechtkommen muss. Dass man zuverlässig ist oder dass man für die demokratische Grundordnung einsteht, dass man irgendwo auch einen Gerechtigkeitssinn hat, ist ja irgendwo selbstverständlich. Wir hatten vorhin schon das Thema Sport. Natürlich gehört auch eine Sportlichkeit dazu. Man muss fit sein, denn Schichtdienst ist recht anstrengend. Man trägt auch recht viel Gepäck mit sich rum durch die Schutzweste und das Holster und die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Also auch das sollte man definitiv mitbringen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist doch die Teamfähigkeit, oder? Also wir arbeiten immer im Team, wie man auch heute sieht, ne, im Streifendienst. Man sollte auf jeden Fall teamfähig sein. Ja. Und kommunikativ. Darf man ein kleines Tattoo auf dem Arm haben? Das ist doch die Frage für dich eigentlich am besten. Ja, das ist eigentlich die beste Frage. Man darf Tattoos haben, tatsächlich. Allerdings weder gewaltverherrlichend, sexistisch, extremistisch oder homophob oder in irgendeiner Art und Weise diskriminierend. Und deswegen werden eure Tattoos im Rahmen des Auswahlverfahrens einmal ausgemessen, fotografiert und begutachtet durch unsere Körperschmuckkommission. Zwischen dem Auswahlverfahren und dem allerersten Tag, die Frage kommt häufiger nochmal, was der Arzt da nochmal untersucht. Also alle Tattoos, die ihr euch zwischen dem Auswahlverfahren und dem ersten Tag am 1.9. dann nachher stechen lasst, die werden auch nochmal begutachtet. Also auch in der Zwischenzeit und auch danach nichts stechen lassen, was diesen Kriterien nicht entspricht, die wir eben festgelegt haben. Wer sich ein rechtes Symbol tätowieren lässt, würde ich sagen, hat auch nicht nur bei der Polizei verloren, sondern im Leben. Jo. Der Marius fragt, müssen Straftaten wegen Verjährung gelöscht trotzdem angegeben werden? Ich würde sagen, ehrlich wert am längsten. Also ihr habt am Anfang des Auswahlverfahrens ein Formalgespräch, da würde ich das auf jeden Fall angeben. Also komplett ehrlich sein, denn wir haben natürlich Einblick in eure Strafakten. Das Ganze wird ja im Rahmen des Auswahlverfahrens auch nochmal geprüft. Das heißt, ihr müsst ja auch eure Führungszeugnisse angeben und eure polizeilichen Erkenntnisse werden, wenn ihr euch bei der Polizei bewerbt, natürlich dann auch eingesehen. Sollte dann irgendetwas rauskommen, was ihr nicht angegeben habt, ist das ja schon ein deutlich höherer Vertrauensbruch gegenüber eurem Arbeitgeber. Also von daher besser das sagen, was passiert ist, als es zu verschweigen und zu hoffen, dass es nicht rauskommt. Nächste Frage für Julian. Kann man sich bei euch bewerben, wenn man eine Kopf- oder Haarbedeckung trägt? Ja, also ich würde sagen, während des Bewerbungsvorgangs, wenn du die Online-Bewerbung eintippst, auf jeden Fall. Das ist nämlich geil, dass du auf dem Kopf trägst. Aber wahrscheinlich ist vielleicht irgendwie etwas Religiöses damit gemeint, also wie vielleicht ein Kopftuch oder so etwas. Das geht leider nicht. Bei Ausübung des Dienstes ist das nicht erlaubt aufgrund des Neutralitätsgebotes. Das ist dann nicht möglich. Während der Bewerbung theoretisch schon. Ne? Also die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen uneindeutig gestellt. Da ist es relativ egal, aber später bei Ausübung des Dienstes ist es halt abzulegen. Das gilt aber nicht nur halt jetzt irgendwie für Kopfbedeckung, sondern es gilt für alle religiösen Zeichen, sei es jetzt eine Kette mit einem Kreuz, die man dann offensichtlich sieht. Also das ist dann leider nicht möglich. Und eine richtig gute Frage, wie ich finde, könnte man sich jetzt für 2024 bewerben? Und ja, das könnt ihr, und zwar noch bis zum 8.10. Also rein in die Tasten und jetzt noch bewerben. Also das könnte man nicht quasi jetzt schon, sondern es geht gerade jetzt noch, weil wir sind da ziemlich am Ende der Phase für 2024. Wie sieht das mit dem deutschen Sportabzeichen aus? Das Sportabzeichen braucht ihr, um bei der Polizei anzufangen, am 1.7. eures Einstellungsjahres spätestens. Das heißt, wenn ihr jetzt am 1.9.2024 starten wollt, müsst ihr spätestens am 1.7.2024 das deutsche Sportabzeichen in Bronze einreichen. Das darf zu diesem Zeitpunkt dann auch maximal 2 Jahre alt sein. Zudem müsst ihr auch das deutsche Schwimmabzeichen in Gold oder das deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze einreichen, zum gleichen Zeitpunkt, auch der 1.7. Später im Dienst macht ihr dann jedes Jahr eine Sportüberprüfung oder eben das deutsche Sportabzeichen in Bronze wieder
adäquat. Auch wenn das nicht die Frage war, vielen Dank dafür. Ja. Ich wurde vorher angehalten, mich kurz zu halten. Genau, wir haben nämlich ganz, ganz viele Fragen von der Community bekommen. Man sollte aber vielleicht noch ergänzen, dass es tatsächlich auch nicht immer so schnell geht. Also wenn jetzt jemand sich überlegt, egal, ich habe bis zum 1.7. Zeit und heute ist, keine Ahnung, der 20.6., man muss da ein bisschen Vorlaufzeit einplanen. Gerade für das Rettungsschulabzeichen, glaube ich, ist irgendwie auch so ein Kurs zu belegen von einer bis zwei Wochen oder was. Genauso das Sportabzeichen, das macht man wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie mal eben so schnell. Da muss man vielleicht auch ein bisschen für trainieren. Also der 1.7. ist wirklich ein Stichdatum, wo man von weitaus vorher sich vorbereiten sollte. Ich sollte gerne die Moderation hier so ein bisschen übernehmen. Macht sie gut, oder? Sami fragt. Jetzt bin ich Thomas Gottschalk, ey. Wann bekommt man eine Rückmeldung nach dem Hochladen der Unterlagen? Also eine Rückmeldung, eine Bestätigungs-E-Mail bekommst du quasi sofort, sobald deine Bewerbung eingegangen ist. Und dann kann es so ein bisschen dauern. Also von 2 Wochen bis 2 Monaten ungefähr dauert es, bis du dann die erste Einladung bekommen hast von unserem Einladungsbüro. Da bitte einfach Geduld haben. Ne? Ihr habt im Jobportal ein Bewerberkonto, genau. Da könnt ihr auch immer noch drüber nachfragen und alles einsehen, wo ist eure Bewerbung gerade. Und von daher Geduld haben, es wird keiner vergessen. Da aber noch der Hinweis, unbedingt auch in den Spam-Ordner gucken, falls die Bestätigungsmail irgendwie da gelandet ist. Und auf jeden Fall mindestens mal 24 Stunden warten. Also nicht hoffen, direkt irgendwie die ganze Zeit auf Aktualisieren klicken. Aber ihr solltet diese Mail auf jeden Fall bekommen. Falls das nicht der Fall ist, dann solltet ihr die Hotline anrufen. Die findet ihr eigentlich auch auf unseren ganzen Adressen. Oder ihr schreibt eine Nachricht im Bewerberkonto. Da solltet ihr euch dann melden, falls sie innerhalb von 24 Stunden nicht erschienen ist. Der Sid fragt, kann man bei der Polizei keine Ausbildung machen? Also muss man in das duale Studium? Das ist so. Und zwar gibt es schon seit einigen Jahren den mittleren Dienst nicht mehr, was eine Ausbildung quasi vorgeschaltet war. Es gibt eigentlich nur noch das duale Studium. Aber wir haben jetzt seit 2 Jahren quasi einen neuen Zugang, das ist die Fachoberschule Polizei. Und da haben wir doch jemanden hier sitzen in unseren Reihen, der quasi das Gesicht der FOS-Polizei ist. Oder, Olli? Ich würde schon sagen, das ist nicht genau die Frage, die da gestellt wurde, aber beantwortet das gerne. So nur mal so angebracht, wo ich gerade abgebrochen bin. Naja, es ist ja schon so, dass man duales Studium halt eben eine Fachhochschulreife benötigt. Aber wer jetzt zum Beispiel einen mittleren Bildungsabschluss hat, der kann über die Fachoberschule Polizei zu uns kommen. Und deswegen finde ich das schon relevant für die Frage, mein lieber Olli. Genau. Aber das duale Studium der Polizei NRW ist natürlich nicht wegzudenken. Also auch wenn ihr die Fachoberschule Polizei macht, ist das duale Studium immer das, was hinten angrenzt und da kommt ihr nicht drum herum. Weiter im Text. Ist die Polizeiaufnahmeprüfung schwer? Olli. Wir sitzen hier, also offensichtlich nicht. Nein, das ist machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Die sportlichen Voraussetzungen haben wir ja gerade schon mal besprochen. Eine weitere sportliche Voraussetzung wird dann auch nicht abgetestet, sondern es sind 3 Tage, ein 3-tägiges Testverfahren, das ist aber alles gut machbar. Ne? Das heißt, wenn ihr das wissen wollt, was da genau vorkommt, schaut euch gerne die Infos auf genaumeinfall.de an oder googelt einfach mal, vielleicht gibt es auch das ein oder andere Forum, was euch da sehr gut weiterhelfen könnte, Polizeitesteinstellung NRW, da kommt auch einiges raus. Wovon wir immer abraten, die gehören alle nicht zu uns, belegt keine überteuerten Online-Kurse mit Erfolgsgarantie für 150 Euro oder was weiß ich, das braucht ihr nicht. Ihr könnt euch mit Forenbeiträgen weiterhelfen, ihr könnt uns gerne auf Insta anschreiben, wir werden euch da alle nötigen Tipps liefern. Und mit Vorbereitung ist das Ganze auf jeden Fall durchführbar. Oder Kommissar Danger bei YouTube, Auswahlverfahren. Wechsel von Bundespolizei zu euch möglich? Ist möglich, allerdings bräuchte man dafür einen Tauschpartner und muss auch die ein oder andere Bedingung erfüllen. Das ist so ein spezieller Fall, da würde ich dann einfach, wenn es soweit ist, mal uns anschreiben, dann geben wir die Kontakte, wo dann quasi alle Infos zu finden sind. Kommt die Frage über Insta häufiger, ich möchte erst meine Ausbildung bei der Bundespolizei machen und dann wechseln. Wenn ihr direkt den Gedanken habt, nach NRW zu gehen, dann würde ich es definitiv auch vorziehen, mich in NRW zu bewerben, weil es ist deutlich einfacher, da unterzukommen, als später einen adäquaten Tauschpartner zu finden. Also vor darauf allem, würde ich mich nicht verlassen. Vor allem in unterschiedlichen Laufbahnen, was eine der Bedingungen ist, dass man in der gehobenen Laufbahn sein muss. Habe ich die Möglichkeit, mit einem Fachabitur das duale Studium zu beginnen? Genau, mit einem vollständigen Fachabitur, sprich der schulische und der praktische Teil, kannst du dich für unser duales Studium bewerben. Bis zum 8.10. noch für den Start im nächsten Jahr. Man muss allerdings den Schulabschluss nicht schon zur Bewerbung haben, sondern das reicht vor der Einstellung. Ich habe ein vermindertes Sehen, sagt Diana. Kann ich noch Polizistin werden? Du hast aber ein Wort vergessen. Räumliches. Oh! Wie passend bei der Frage. Ich habe ein vermindertes räumliches Sehen. Kann ich noch Polizistin werden? Es ist eine medizinische Frage. Also
das ist ja ein bisschen unabhängig von den Restsehstärken, die man haben muss bei der Polizei. Das sind medizinische Fragen und wir drei haben jetzt auch keine medizinische Ausbildung. Das heißt, im Rahmen des Auswahlverfahrens werden auch räumliche Sehfähigkeiten abgeprüft. Und da entscheidet eben dann auch der polizeiärztliche Dienst, inwiefern noch eine Einstellung in den Polizeidienst erfolgen kann. Also können wir nicht pauschal beantworten. Gibt es einen Nachteil, wenn man sich zum Ende der Frist bewirbt? Naja, nicht wirklich. Wir haben eine sogenannte Bestenauslese in NRW. Das heißt, wir werden auf jeden Fall alle, die Bewerbungen eingereicht haben und die Voraussetzungen erfüllen, auch in unserem Auswahlverfahren durchlaufen lassen. Und bis zum Ende ist das dann auch letztendlich offen und nicht wer zuerst kommt, mal zuerst. Der einzige Vorteil, der daran aber besteht, sich als einer der Ersten zu bewerben, ist, dass man schnell auch mit dem Auswahlverfahren durch ist. Denn das wird chronologisch abgearbeitet und dementsprechend sind natürlich die ersten Bewerbungen auch als erstes dran und man hat mehr Zeit und weiß auch vielleicht früher Bescheid und hat vielleicht auch früher die benötigte Einstellungszusage in der Hand. Wie ist das mit der Mindestgröße? Eine richtig gute Frage, denn seit letztem Jahr kann man sich auch bewerben, wenn man unter 1,63 ist. Also die Mindestgröße besteht immer noch. 1,63 muss man groß sein. Wenn ihr aber kleiner als 1,63 seid, könnt ihr seit letztem Jahr einen Ausgleichstest machen, der sportlich angehaucht ist und von der Sporthochschule Köln konzipiert worden ist. Das sind unterschiedliche Stationen und auf genau meinen Fall könnt ihr unter Das brauchst du unter dem Slider Mindestgröße alle Videos dazu einmal angucken und auch ordentlich dafür trainieren. Und ihr könnt auch einen Podcast hören, denn wir haben jetzt gerade aktuell eine Folge rausgebracht, Mindestgröße. Da berichtet Jessie als einer der Ersten, die diesen Test durchlaufen hat, von ihrer Prüfung und wie sie das so empfunden hat, wie sie das bestanden hat mit Kommissar Danger auf Spotify unter dem Titel Mindestgröße. So, und Olli, für dich auch noch eine Frage. Ist ein zu hoher BMI ein sofortiges Ausschlusskriterium? Warum stellst du ihn die Frage aus? Nein, nein, das war... Olli, das würde ich auch mal gerne wissen. Du kennst dich ja aus mit BMI. Das spielt wahrscheinlich darauf an, dass man einerseits sagt, okay, mein BMI ist ein bisschen zu hoch, weil ich gerade etwas für mich persönlich aus der Form bin. Oder, wo auch häufig die Frage kommt, ich mache Kraftsport und habe einen höheren Anteil an Muskelmasse und wiege deshalb mehr. Das liegt dann auch wirklich in der Einzelfallentscheidung des Arztes, ob da Auflagen erlassen werden, dass man einen bestimmten BMI nicht überschreiten darf oder bis zum Einstellungstermin eben den BMI etwas runtergeschraubt haben muss. Das liegt ja nicht immer nur an der körperlichen Zusammensetzung, sondern der BMI ist dann auch ein bisschen zusammenhängend mit der Beweglichkeit, die man hat. Nächste Frage ist von Hanna. Wird man direkt rausgeworfen, wenn man vor Jahren depressiv und in Kliniken war? Olli hat gerade medizinische Fragen schon angesprochen. Psychische Gesundheit ist uns auch sehr, sehr wichtig und uns ist es da auch sehr wichtig, dass ihr auf euch aufpasst und das mit euren Fachärzten aus den Kliniken zum Beispiel auch besprecht. Der Polizeiberuf ist auch ein nicht nur körperlich anstrengender, aber auch ein belastender Beruf für die Psyche und das kann dir tatsächlich auch nur der Polizeiarzt im Rahmen des Auswahlverfahrens sagen. Es ist schlussendlich, es ist eine Krankheit, es ist kein direkter Rauswurf. Ne? Es ist wie eine psychische Krankheit, es ist wie eine körperliche Krankheit in dem Bereich aufzufassen für das Auswahlverfahren. Das heißt, wie ist die Heilung abgeschlossen? Wie sind die ärztlichen Prognosen in dem Bereich? Also es ist kein direktes K.O.-Kriterium, wenn man eine Depression in der Vergangenheit hatte, aufgrund welcher Tatsachen auch immer. Und damit sind wir auch schon am Ende heute von Genau genommen. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Wir konnten leider nicht alle beantworten. Ihr könnt aber weiterhin unsere Kanäle nutzen für eure Fragen. Schreibt uns auf Insta. Schreibt uns auch auf Facebook, falls ihr das noch habt. Macht das Plus weg auf TikTok. Genau, ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, ihr könnt uns anrufen, ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken. Wir sind überall für euch erreichbar und beantworten eure Fragen. Jetzt noch bewerben, wichtig. 8.10. Jetzt.